Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute gibt es ein bisschen investigativen YouTube-Journalismus, denn ich teste so vier verschiedene Influencer-Marken, Instagram-Marken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier Produkte von Banana Beauty mir gekauft, Jono & Me, Kes Berlin und von Oceans Apart. Alles davon, also alles, was ihr hier überhaupt heute seht, ist nicht gesponsert, das ist keine Kooperation oder so. Ich war einfach nur neugierig und habe mich auch so ein bisschen von diesem Hype mitreißen lassen, der gerade auch so ein bisschen durch YouTube geht, um mal ehrlich zu sein. Und zwar geht es darum, einfach mal zu gucken, wie die Produkte so wirklich sind, damit ihr auch eine komplett ungefilterte, ehrliche Meinung bekommt, die ihr auch so bekommt, wenn man bei mir auf meinem Kanal die Produkte sieht, die ich in Kooperation zugeschickt bekomme. Es ist aber tatsächlich so, dass du nochmal ein bisschen anders rangehst, wenn du die Sachen auch wirklich selber bezahlt hast. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier sich auswirken wird und ob das Ganze seinen Preis in dem Sinne auch wert war. Ich war auf verschiedenen Homepages unterwegs, um auch zu gucken, dass ich den krassesten und fettesten Rabattcode rauskriegen konnte, den es irgendwie für das Produkt oder für diese Brand gerade so gibt. Da kann ich euch auf jeden Fall, ich glaube Nindo heißt die Seite von Rezo, empfehlen. Der hat wirklich die ganzen Rabattcodes und so dann nochmal irgendwie zusammengefiltert. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die machen es echt cool. Ich fange erstmal mit Jono & Me an. Ne, das ist hier so ein Paket, was ich mir zusammengestellt habe. Das schaut so aus. Und ich finde diesen Gedanken, der dahinter steht, einfach irgendwie ganz cool. Das sind halt Produkte, die wirklich für Frauenbedürfnisse, für die Hobbys und für die Mummis gemacht werden, also quasi für die Brüste und für die Vagina der Frau. Und das finde ich ganz cool. Welcome to the Self-Love Club. Da wird man schon direkt in den Deckel mit begrüßt. Finde ich ganz nice. Dann hatte ich hier auch mit drin so einen Sticker. You are so cool and strong and beautiful and love, Jono & Me. Das kann man sich vielleicht auf irgendwie so ein Notizbuch kleben oder so. Eine Karte war auch mit dabei, die werde ich verwenden tatsächlich, wenn ich Verlosungspakete packe, Self-Love-Challenge, was du an Tag 1 bis 15 machen kannst. Ist ganz süß geschrieben, an Tag 8 zum Beispiel schreib 10 Dinge auf, die du an dir magst. Tag 14 kaufe dir einen Strauß Blumen, ist schon süß, ne? Also deswegen, das ist schon mal so von diesem Drumherum ganz süß gestaltet. Also das Marketingtechnische haben sie schon mal drauf. Die beiden Produkte, also das ist ein Vierer-Set, bestehend hier aus dem Glow Below 2-in-1 Wash and Shave Gel. Das ist das hier. Dann habe ich hier noch das Glow Below Feel Good and Beauty Oil für die Mumu. Und dann habe ich hier noch drei Produkte für die Brüste, was wir mehr oder weniger gleich zusammen austesten werden. Bra Off, Mask On, 3-in-1 Booby Boost Pink Clay Mask, 50 ml sind hier enthalten. Und dann habe ich hier noch so einen Maskenpinsel mit drin gehabt und Booby Lover habe ich hier auch noch mit drin. Hyaluronic Power Serum. Bei den meisten Shops kannst du dir auch wirklich ein individuelles Set zusammenstellen und je nachdem, wie viele Produkte du reinpackst, geht der Preis auch noch runter. Ich habe mir das hier irgendwo auf meinen Deckel drauf geschrieben. Also am 4.3., genau, das finde ich, glaube ich, auch ganz interessant für euch, um zu wissen, wie lang so die Versandzeiten sind. 4.3., 23.51 Uhr bestellt. Bisschen spät, ne? Am 8.3. wurde das schon geliefert und das ist das Booby and Glow Below Set, was 99,90 Euro im Set kostet. Einzeln kosten die Produkte natürlich auch nochmal mehr. Und mit dem 50% Code SELINA50 habe ich 49,95 bezahlt und das sind 5 Produkte, die ich normalerweise in meinem Leben niemals angewendet hätte, bin ich ehrlich. Das Einzige, was ich so generell für meine Intim-Waschroutine, sofern es sowas gibt, verwende, ist einfach von Isana oder von Yessa. Nee, von Yessa habe ich das aktuell in Anwendung, eine Intim-Waschlotion, ne? Weil du hast ja einfach untenrum einen etwas anderen pH-Wert. Und da bietet es sich halt einfach an, wenn man da eine entsprechende Lotion für verwendet, um sich da zu waschen. Was ich halt noch nie gemacht habe, und ich habe eine Aftershave-Creme, die ich halt auch verwende nach dem Rasieren, ne? Was ich nie gemacht habe, ist, dass ich mir irgendwelche Glow-Drops auf meine Vagina gegeben habe. Das habe ich auch ein paar Mal verwendet jetzt tatsächlich. Das kann ich euch schon mal ein bisschen reviewen.
Sieht richtig schön aus, ist mit einer Pipette und einem Glasflakon. Sind halt Drops. Das ist so ein Öl, was richtig angenehm ist auf der Haut, auch schön einzieht. Was man nehmen kann zum Beispiel nach der Rasur oder jeden Abend halt wirklich, um sich untenrum einfach mal was Gutes zu tun. Ich finde auch, dass man da eine entsprechende Pflege oder eine entsprechende Zusatzpflege benötigt. Bei mir ist es tatsächlich jedes Mal so, dass meine Haut gefühlt ständig da gereizt ist. Ich Rasurbrand, Rasurpickel oder sonst irgendwas bekomme. Bei dem Produkt ist es wirklich so, dass wenn ich das schon, ich habe das jetzt ja, 2-3 Mal verwendet, ne? Ich habe das noch nicht so häufig verwendet, dass es sich gut anfühlt, nach der Rasur sehr entspannend wirkt und alles schön macht. Also auch wenn ich zum Beispiel das verwende, wenn ich schon Rasurpickel habe oder diese Rötung, die man da halt so bekommt, beruhigt das Ganze. Also ich finde, wenn man diesen Rasurbrand hat, das juckt halt ein bisschen, weil ne, die Härchen wollen wieder durch die Haut brechen, das juckt, das ist einfach so, die Haut ist gereizt und dadurch wird das wirklich beruhigt. Ob man dafür genau dieses Öl haben muss oder ob man irgendein Gesichtsöl, Babyöl oder sonst was verwenden soll, darf, kann, muss, will, ist einem selbst überlassen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall verwenden, das wird auch in meinem Aufgebraucht-Video wandern. Ich finde es halt cool, was hier auch, also Vulva-Friendly steht hier drauf, vegan, das ist in Deutschland gemacht, hergestellt, 100% natürlich, dermatologisch getestet, vegan, tierversuchsfrei. Finde ich ganz nett. Dann diese ganze Botschaft, die hier drauf ist, finde ich ganz schön für natürlichen und gesunden Glow Below. Du glänzt da jetzt nicht. Also durch das Öl vielleicht ja, aber du hast jetzt nicht irgendwie Glitzerpigmente oder sowas mit drin. Das wollte ich auch nochmal kurz erwähnen. Aber gut, ansonsten finde ich das Produkt wirklich gut. Es gefällt mir. Und ich würde es als Produkt an sich auch tatsächlich empfehlen. Ne? Also, wie gesagt, man muss halt selber für sich schauen, ob man bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben. Weil ich glaube, das kostet, wenn man das alleine bestellt, 30 Euro oder so. Das ist eins dieser Bestseller-Produkte. Das hier habe ich jetzt schon ein paar Mal mehr verwendet. Das Glow Below 2-in-1 Wash and Shave Gel. Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Produkt, was ich generell ja jeden Tag verwenden würde. Ich finde das sehr angenehm. Also es ist null, dass es irgendwie brennt. Auch wenn man sich mal schneidet beim Rasieren, was durchaus vorkommen kann. Brennt es da drin nicht, also bei mir nicht. Und ich bin eigentlich, ja doch, ich bin schon recht schmerzunempfindlich, bin ich auch ehrlich, ne? Doch. Genau, ansonsten ist es eine Geschichte, was mir einfach als Waschgel sehr gut gefällt, als Rasiergel. Gut, hätte ich das jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich kann es jetzt mal ein bisschen demonstrieren, wenn ich das so auf meine Finger mache. Ist halt mit so einem Hochplopp-Ding, das, was ich immer sehr, sehr gut finde. Dann hat man halt so ein Gel. Und es ist einfach ein durchsichtiges Gel, was halt in Kontakt mit Haut und Wasser so ein bisschen aufschäumt, so, ne? Und das ist halt auch, ob ich mir jetzt dieses Produkt unbedingt holen muss oder ob ich mir ein x-beliebiges hole, das ist halt dann auch irgendwo jedem selbst überlassen. Ich habe hier einen Waschlappen schon in meinem Pöttchen mit Wasser liegen, weil ich ja gleich was ganz Besonderes mit euch mache, und zwar die Booby Mask. Ja, also wie gesagt, ich werde es verwenden. Es ist für mich ein brauchbares Produkt. Auch das ist halt entsprechend vulva-friendly, vegan, made in Germany, dermatologisch getestet, idealer pH-Wert für deine Happy V. Vegan und tierversuchsfrei, auch das finde ich nett. Ja, ne, und danach am besten das Öl anwenden. Also das ist schon ein gutes Dreamteam, was ich auch so empfehlen würde. Und jetzt kommen wir mal zu dem, meine Nase, das tut mir leid, was ich noch gar nicht ausgetestet habe. Und zwar mache ich mir jetzt zuallererst diese wundervolle Bra auf Mask-on-Maske drauf. Deswegen habe ich hier auch wundervollerweise mal die Jalousien hinter euch zugemacht, damit die Masken, genau, die Nachbarn das nicht mitbekommen. 3-in-1 Booby Boost Pink Clay Mask. 50 ml sind hier enthalten. Und hier steht so viel hinten drauf. Also das ist echt der Wahnsinn. Was das alle machen soll, egal ob klein oder groß, rund oder oval, gleich oder verschieden. Jede Brust ist schön und verdient eine extra Portion Liebe. Häufig werden das Dekolleté und die Brüste in der Pflegeroutine vernachlässigt. Dabei ist die Haut hier besonders anspruchsvoll. Schenke deinen Bubis besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit. Jo, das machen wir doch sehr gerne. Und Labarababa, Zinkoxid und Tonerde klären die Haut an Dekolleté und Brüsten. Da haben viele tatsächlich auch Probleme mit, ne? Dass man hier so im Dekolleté-Bereich Unreinheiten bekommt. Ich habe hier manchmal so ein paar Rötungen, aber halt nicht wirklich Pickel. Manchmal ist es wirklich so, dass wenn ich so Richtung Sommer, ne, wenn ich dann auch viel im Garten bin und viel schwitze, dann kriege ich da auch den ein oder anderen Pickel tatsächlich. Also da kann man dem auch mit entgegenwirken. Dann hast du ja auch noch Q10 mit drin, damit die Falten weggehen. Exotisches Lotusextrakt, bla bla bla, ist Happy Booby Time, ne? Das gönnen wir uns gleich auf jeden Fall. Cool finde ich, das habe ich eben erst gesehen, dass du hier auch wirklich
gegen Brustkrebs, ne? Dass du hier auch wirklich nochmal so einen Self-Care-Check mit drauf hast, was man echt super lesen kann, nicht. Also ihr seht, wie schwierig das für mich zu lesen ist. Es ist winzig klein, Leute. Was soll ich sagen? Da kannst du halt nochmal dich selber abtasten, ob du Brustkrebs hast, und das finde ich richtig gut. Irgendwo stand auch noch was mit drauf, dass wenn man was kauft, dass man auch irgendwas spendet. Keine Ahnung. Hier. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt du Mädchen in Ruanda mit Hygieneartikeln, damit sie während ihrer Periode zur Schule gehen können. Danke. Erfahre mehr zu unserem Herzensprojekt auf www.junwin.de. Das finde ich nice. Und das steht hier auf dem Glow Below. Ich weiß nicht, ob das alle Produkte betrifft, aber bei dem Glow Below steht es auf jeden Fall mit drauf. Steht hier auch irgendwas mit Danke? Ja, hier steht es auch mit drauf. Das hier ist wieder ein Glastiegel. Sieht aus wie eine ganz normale Gesichtscreme. Ja, gucken wir mal. Ist hier mit so einem Alu-Schichtgedönsen. Ich glaube, ich mache das jetzt nur auf dem Dekolleté, oder Leute? Weil dann könnt ihr es auch richtig sehen und dann muss ich mich hier nicht so anstellen wie so ein oh mein Gott, ich muss aufpassen, dass mir keiner da auf die Hupis gucken kann. Sehe ich trotzdem hier mal das Kram ein bisschen tiefer, dass es auch ein bisschen weiter nach unten gehen kann. Das ist der Pinsel. Es ist ein Pinsel. Ja. Genau, ich mag das nämlich auch nicht so gerne, wenn ich mit dem Finger in solche Pöttchen reingehe. Okay, das ist sehr fest. Oh Gott, das ist wirklich sehr fest. Huch. Oh nein. Jetzt habe ich... Es ist eher blumig, cremig. Ja, wie so eine Babycreme riecht das auch ein Stück weit, ne? So, das darf jetzt 5 Minuten einwirken. Alexa, stelle einen Timer auf 5 Minuten. 5 Minuten ab jetzt. Alles klar. Übrigens, wusstest du, dass du mehrere Timer gleichzeitig laufen lassen kannst? Ja, das muss. Probier es einfach aus und stelle einen weiteren Timer. Nein. In der Zwischenzeit würde ich mich jetzt tatsächlich dem nächsten Paket, was hier steht, widmen. Und zwar habe ich hier etwas von Banana Beauty stehen. Das ist dieses 6er-Set, was ich mir selbst zusammengestellt habe. Da sparst du ja allein schon dadurch, dass du dir das Set zusammenstellst. Je mehr reinkommt, desto mehr sparst du. Und ich habe mir ja auch was zu aufgeschrieben. Am 4.3. habe ich um 23.43 Uhr bestellt. Am 12.3. wurde das tatsächlich erst geliefert. Ich habe mehrere Benachrichtigungen bekommen. Es tut mir leid, dass es so lange dauert. Sei geduldig, bla bla. Also, in der Theorie, wenn ich das einzeln bestellt hätte, hätte das Ganze 197,94 Euro gekostet. Als Setpreis, dadurch, dass ich alles zusammen hier reingestellt habe, hat es 168,25 Euro gekostet. Und dadurch, dass ich den 50% Rabattcode Julia50 eingegeben habe, haben mich diese 6 Produkte 84,14 Euro gekostet. So, immer noch gar nicht so wenig Geld für das, was ich hier habe, aber noch irgendwo okay, würde ich sagen, ne? Ich habe mir bestellt den High Cover Radiant Concealer. Das ist, ich glaube, auch ein relativ neues Produkt von denen, was wir jetzt gleich mal sehr intensiv testen werden. Denn ich habe aktuell nicht die allerbeste Augensituation. Gerade auf diesem Auge, man sieht es glaube ich schon, ne, habe ich so Rötungen, also unter diesem Auge, und so trocken, und irgendwas will dann nicht so ganz funktionieren. Ich habe die Farbe Fair Neutral genommen. Das ist diese hier. Das ist wirklich sehr neutral, ne? Hat schon fast einen Graustich mit drin. Dann habe ich mir mitgenommen den Blush Stick. Das ist dieser hier, den werden wir gleich verwenden. Die Volume Mascara. Den Eyebrow Pencil in Blond habe ich mir ausgewählt. Mal gucken, ob das wirklich blond ist. Dann, das ist eine Highlighter Palette. Ich hoffe, dass mir die nicht zu dunkel ist. Und dann habe ich noch mitgenommen von Banana Beauty diesen Eyeliner in Blau. Tatsächlich. Genau, weil ich habe hier nicht wirklich groß irgendwelche Augenprodukte oder so. Von Kes habe ich tatsächlich noch ein paar Lippenprodukte, weswegen ich mir bei Banana Beauty keine geholt habe. Ich habe genug Lippenprodukte von Banana Beauty, die finde ich ganz okay. Ich habe einen Lippenprimer, den kein Mensch braucht, um das mal so zu sagen, meine Meinung. Ich habe von denen ein Liquid Lipstick, ich habe von denen Lip Gloss, weil ich den Pure Lay Adventskalender ausgepackt habe. Ich glaube, da war das mit drin. Ja, jetzt packe ich mir erstmal Primer und Foundation auf mein Gesicht, bevor ich den Concealer auftrage. Das ist jetzt hier natürlich mit der Maske etwas kollisionsmäßig unterwegs, ne? Falls du mich übrigens noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich... Alexa, stopp! Würde ich mich mega über ein Abo freuen. Genau, da waren die 5 Minuten schon um. Das heißt, ich kann jetzt auch schon die Maske runternehmen.
Mensch, 2 Sekunden eher, meine liebe Alexa. Hm, das wäre schön gewesen. Da hätte ich nämlich nicht die Foundation-Problematik. Aber wir schaffen das schon. Genau, weil ich mache hier öfters mal so Tests und Reviews und Schminkies und Unboxings und alles, was das Herz begehrt. Also gerne hier unten einmal abonnieren. Ich würde mich mega freuen. Die haben gesagt, nach den 5 Minuten soll man diese Geschichte, die übrigens sich kühl, aber gleichzeitig wärmend anfühlt, was sehr, sehr merkwürdig ist, soll ich jetzt erstmal einmassieren, ne? Also mache ich das. Oh, ich merke die Perlen. Und jetzt müssten ja theoretisch diese Jojoba-Perlen aufplatzen und die Pflege müsste tiefer in die Haut einziehen können. Das gucken wir mal. Ich merke, dass die Maske halt auch schon ein bisschen angetrocknet ist. Also ein bisschen fester gestaltet sich das alles gerade hier schon. Aber das soll ja nochmal richtig derbe runtertrocknen. So. Und es fühlt sich auch leicht wärmend an, tatsächlich. Es ist dadurch, dass du ja diese Clay, diese Lehmgeschichte hast, glaube ich. Oder diese Perlen, ich weiß es nicht. Ein leicht mechanisches Peeling, also dass du auch diese Peelingpartikel wirklich spürst. Hier sieht man das dann auf meinen Fingern, wie das Ganze dann aussieht. Ja, fühlt sich auf jeden Fall angenehm an, ne? Alexa, stelle einen Timer auf 7 Minuten. 7 Minuten ab jetzt. Ich trage Concealer super gerne mit so festgebundenen Pinseln auf. Alternativ kann man natürlich auch ein Schwämmchen nehmen. So. Banana Beauty ist halt einfach dadurch, dass die halt diese... Ich weiß nicht, was es mit Bananen zu tun haben soll. Ich glaube, es hat nicht viel mit Bananen zu tun. Aber ne, auch die haben halt so vegan, tierversuchsfrei und High Cover Radiant Concealer für eine frische, makellos aussehende Gesichtshaut. Aha, bin ich mal gespannt, ob der auch mit der Mr. Fred Familie unten ein bisschen zurechtkommt. Viel mehr steht hier gar nicht drauf. Okay, ja, dann Mentau. Hat ein richtig dickes Füßchen. Finde ich interessant. Gib mir hier mal so, wenn High Cover, dann brauche ich wahrscheinlich nicht so ultra viel Produkt. Gebe ich mir nur so 3 Pünktchen drunter und arbeite das jetzt mit meinem Pinsel ein. Eine Wimper, ich darf mir was wünschen. Doch, er macht schon was. Also der hat eine gute Deckkraft und er fühlt sich auch recht schön an. Mal gucken. Herzlich willkommen in der Nähe meines Gesichtes. Ja, also wir sehen jetzt hier einmal den Concealer aufgetragen. Er hat ganz gut abgedeckt und sich auch schön mit der Haut verbunden, was ich so jetzt, ne, auf den ersten Eindruck ganz nice finde. Hier bei meinem Problemauge hat er auch Probleme. Ne? Also da diese Stelle am unteren Augeninnenwinkel, sage ich jetzt mal, kriegt er auch nicht gebacken. Gucken wir mal, was er mit der Mr. Fred Familie hier unten anstellt. Die wird weggradiert. Ich hätte im Laden für dieses Produkt wahrscheinlich tatsächlich so, ja, 15 bis 20 Euro auf jeden Fall ausgegeben. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Blush Stick. Den habe ich hier. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Blush in Stickform. Aber naja, den gönnen wir uns jetzt mal. Ja, hier steht schön Love drauf. Das ist so eine metallische Verpackung. Das sieht schon schön aus. Ich glaube, das war auch aus dieser Limited Edition vom Valentinstag. Hier ist auch ein Herzchen drauf, ne? Schon süß gemacht. Riecht soweit nach nichts. Friendzoned heißt die Farbe. Alexa, stopp. Ich weiß, ich muss die Maske gleich mal abwaschen. Aber ich mache erst den Blush drauf. Cremiger Blushstick mit Schimmereffekt. Und ja, das ist halt einfach ein Blush. Ja, komm, den gebe ich mir jetzt hier mal direkt drüber. Ich habe ja nur eine BB-Cream drauf, dann ist es nicht so schlimm. Gibt einen subtilen, süßen Blush-Effekt mit ein bisschen Schimmer mit dabei, ne? Ist okay, haut mich nicht vom Hocker, würde ich mir im Laden echt nicht kaufen. So, es ist Zeit, die Maske abzuwaschen, denn die ist jetzt auch, doch, ja, sie ist trocken. Und jetzt fühlt die sich mega kühl an, aber gut, es ist auch relativ kalt heute, Leute. Dann nehme ich mir jetzt meinen wundervollen Waschlappen und dann wasche ich mir das Ding runter. Gleichzeitig habe ich dann noch das Peeling inklusive, weil ja noch Peelingkörner dran sind. Es krümelt in meinem Dekolleté. Sammy, was ist das? Ich habe mein Oberteil angesaut, aber das ist nicht schlimm. Das darf in die Wäsche.
Ich glaube, es bietet sich eher an, das unter fließendem Wasser zu machen, denn ja, so man sieht es ja, ne, die Haut ist schon recht gereizt dadurch, sehr fleckig und rot. Ob das so gut ist, man weiß es nicht, aber ich glaube, das lag jetzt wirklich am Reiben. Krümelze habe ich ja auch noch. Ich habe jetzt hier ja noch den Booby Lover Hyaluronic Power Serum Gedünsten. Das ist vegan und das soll meine Boobies zum Strahlen bringen. Trage morgens und abends, oh Gott, das wäre mir schon wieder zu viel, ne? Morgens sind auch noch die Boobies eincremen, na, ich weiß ja nicht. Eine kleine Menge Serum auf die feuchte Hand auf, dadurch kann das Serum von deiner Haut besser aufgenommen werden. Auf die feuchte Haut, also muss ich das vorher nass machen, die also nicht wieder abtrocknen müssen. Ich persönlich gebe mein Serum, mein ganz normales Gesichtsserum und auch meine Gesichtscreme, upsala, immer so weit runter, wie mein Oberteil ausgeschnitten ist. Das heißt, im Sommer, wenn ich jetzt ganz normal zum Beispiel einen Top anhätte, würde ich das auch komplett sowieso auf Hals und Dekolleté geben. Das heißt, da brauche ich eigentlich nicht extra noch ein Serum. Klar, meine Hubis, die mache ich morgens nicht, die mache ich abends. Doch hier so ein Spray, Essence My Power ist eher, ne? Das ist eigentlich ein Gesichtsserum, Spray, Primer, Primer, Water, bla bla, aber das geht bestimmt auch klar. Haben wir jetzt angefeuchtete Haut. Eine kleine Menge. Ich nehme zwei Pumper. Und auf die feuchte Haut. Ja gut, jetzt habe ich eine nasse Haut hier, Leute. Und das ist ein bisschen viel hier. Nichts verschwenden hier. Wenn ich meine ganz normale Gesichtspflege mache, gebe ich mir ja auch mein Serum direkt nach dem Toner auf die Haut auf. Also da ist die Haut dann ja auch noch ein bisschen feucht. Deswegen kann ich diesen Effekt mit dem feuchte vorher deine Haut an definitiv nachvollziehen. Ich merke gerade, wie das jetzt gerade richtig einzieht. Und jetzt ist es halt erstmal nur noch klebrig, immer noch ein bisschen gerötet, weil ich wahrscheinlich eben so viel gerubbelt habe, ne? Ja. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen länger einziehen und machen dann nachher eine kleine Meinungsbildung darüber. So, wir waren jetzt ja noch bei der Schminkeritis. Ich habe mir jetzt ja den Blush aufgetragen. Also ich persönlich, wie gesagt, hätte ihn nicht gebraucht, weil man sieht ihn ungefähr gar nicht. Ne? Das ist ein bisschen schade. Was ich jetzt verwende, ist das nächste Creme-Produkt. Und zwar ist es von Casperlin. Von Casperlin habe ich mir ebenfalls ein Dreier-Set zusammengestellt, bestehend aus dem Blush and Highlighter Duo Stick, was eigentlich ein Bronzer and Highlighter ist, Lipgloss und Lipstick. Das sind diese hier. Ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit habe ich auch schon mal Lip-Tints von Casperlin zugeschickt bekommen. Und hier wurde ich mega geinfluenced von Paintpot. Die hat nämlich ständig davon geredet und bei YouTube war so viel Werbung davon. Deswegen kam ich da gar nicht drum herum. Am 4.3. habe ich bestellt, beziehungsweise am 5.3. um 0.04 Uhr, Leute. Am 6.3. wurde das tatsächlich schon geliefert und das fand ich krass. Also das war super schnell. Anstatt von 67 Euro habe ich 44,25 Euro bezahlt und hatte den Code Yvonne25. Das ist quasi ja, der Code, ne, gewesen, den ich einlösen konnte. Und ich hatte einen Angebotspreis bei dem Lipgloss. Das heißt, für die drei Produkte 44,25 Euro schon recht teuer, finde ich. Das ist das Set Keep It Natural und der Lipgloss hat normalerweise einen Preis von 18 Euro, Angebotspreis waren 8 Euro, weil als ich das Set Keep It Natural, bestehend aus dem Lipstick und dem Blush und Highlighter Duo Gedünsten in den Warenkorb gelegt habe, wurde mir direkt vorgeschlagen, hey, willst du nicht auch noch den Lipgloss, der ist jetzt gerade für dich exklusiv auf 8 Euro reduziert. Mit den 25% Rabatt waren wir dann bei 7,50 Euro und bei dem Set Keep It Natural hat normalerweise einen Wert von 29 Euro plus 24 Euro, also 40, 50, 53 Euro, ne, habe ich als Setpreis 49 bezahlt, nochmal 25% Rabatt, also 36,75. Ne, ich finde das immer verwirrend, wenn man sich das so zusammenrechnet und dann hier am Ende mal guckt, was ist das eigentlich wert, was ich hier habe, also was hätte ich dafür bezahlt, wenn ich es einzeln gekauft hätte. In Relation dazu, was habe ich dann letztendlich dafür bezahlt. Ich nehme jetzt hier den Bronzer Stick einfach mal. Den Highlighter and Bronzer Stick, weil ich bin ja bei der Complexion, bei der Base noch. Und der schaut so aus. Hat einen schönen Ton, finde ich. Ne? Aber ich glaube, den trage ich mir wirklich mit einem Stippling Brush auf. Dann nehme ich hier von Luisa Creation aus dem Set den Stippling Brush E120. Kann man sich, wie gesagt, ne, direkt auftragen. Ich bin kein Pro im Creme-Konturieren, Leute. Ne? Also wenn das jetzt gleich merkwürdig aussieht, kann es auch an meinen Skills liegen. Das können wir ja danach einfach mal evaluieren, um das mal so zu sagen. Ja, und das einarbeite ich. Genau, das arbeite ich jetzt einfach mal ein.
Und er lässt sich aber schön ausblenden. Du hast doch viel Geld gekostet, dann möchte ich doch, dass man dich sieht. Bauen wir ihn etwas auf. Also ich sehe hier nicht den allergrößten Effekt. Es ist sehr natürlich tatsächlich, ne? Also für den Alltag dann wahrscheinlich auch ultra gut geeignet. Es hat mein Gesicht ganz, ganz leicht aufgewärmt. Ich sehe aber keinen Rieseneffekt jetzt in meinem Gesicht. Es glänzt halt dadurch, dass ich noch nicht abgepudert habe. Aber ich habe jetzt noch keinen Ultra-Blush- oder Bronzing-Effekt. Es sieht halt einfach aus, als hätte ich gerade Sport gemacht und als hätte ich eine sehr gesunde Haut, ne? Ja. Ist jetzt nicht irgendwie fleckig, keine Ahnung, bin ich jetzt aber noch nicht so ganz überzeugt von. Jetzt nehmen wir die andere Seite, das ist die Highlighter-Seite, die ist so Champagner-Goldmäßig. Die trage ich mir hier auf. Auch das verschmilzt sehr schön mit der Haut, verbindet sich ganz gut damit. Ist jetzt aber auch nicht mega heftig, ne? Also das, wenn ich den jetzt so sehe und wenn ich jetzt bei einem Influencer gesehen hätte, so hat sie das angewendet und so ist das Endresultat, ich würde es mir nicht nachkaufen. Nee. Füllen wir mal hier so ein bisschen rum. Es fühlt sich sehr, sehr gereinigt an. Es fühlt sich babyzart an. Es ist schon eine gute Nummer gewesen, ne? Und wenn man das jetzt wirklich jeden Tag machen würde, wäre das, glaube ich, eine ganz nice Kiste fürs Dekolleté und für die Huppies. Also auch da einfach mal gucken, ob man lieber sich ein separates Serum eben für solche Körperregionen holen möchte oder ob man einfach das Gesichtsserum nimmt, was man sowieso schon hat und es einfach ein bisschen weiter nach unten mitverteilt. Ne? Also ja, das muss man für sich selbst entscheiden. Also ich werde mir die Maske vielleicht nachkaufen, weil die sich sehr angenehm anfühlt. Ich kann mir aber auch vorstellen, einfach eine Clay Mask, wobei die Clay Masks, die man so fürs Gesicht nimmt, könnten vielleicht für die Huppies zu extrem sein, zu austrocknend, ich weiß es nicht. Mir hat das einfach von der Schnelligkeit sehr gut gefallen. Dann dieses Kombi-Produkt Maske, Peeling, Reinigung, das hat mir auch ganz gut gefallen. Also die Maske ist, glaube ich, so für von den beiden Produkten, Serum und Maske, das, was ich mir auf jeden Fall denkbar nachkaufen könnte. Ich muss übrigens zum Concealer sagen, dass er ungefähr gar nicht am Creasen ist. Und das finde ich ganz positiv. Ja, jetzt, wo ich mein Gesicht halt einfach abgepudert habe, Blush, Bronzer und Highlighter sind leider nicht mehr auffindbar, leider. Ich werde dem aber so ein bisschen Abhilfe bereiten. Und zwar habe ich hier ja noch von Banana Beauty diese Highlighter-Palette. Das heißt, ein bisschen Glow werde ich mir safe jetzt noch ins Gesicht geben können. Zita kenne ich nicht. Sarah ist wahrscheinlich Sarah Harrison. Und Jessie haben dieses Highlighter-Trio rausgebracht. Sieht relativ dunkel aus, wenn ich ehrlich sein darf. Hammermäßig. Also der Ton könnte für mich funktionieren. Der hier vielleicht auch noch, aber der? Oh mein Gott. Ja, im Prinzip sind die alle zu dunkel, ne? Sollen wir mal ehrlich zu uns selber sein? Ja. Blöd. Ich nehme mal die beiden Töne und nehme die als Highlighter. Da habe ich jetzt hier den hier. Der ist aber schön. Doch, auf der Haut ist der nicht so dunkel, ne? Doch, der Highlighter gefällt mir. Das ist ein schöner. Gehe ich in den rosafarbenen. Der ist wirklich rosa, krass. Aber schön auf jeden Fall, ne? Die Highlighter-Palette ist auf jeden Fall nice, fühlt sich qualitativ gut an, also eine schöne Geschichte. Und weil ich jetzt keine Lidschattenpalette da habe, mache ich mit den Tönen jetzt auch mal einen kleinen Lidschatten-Look tatsächlich. Also von links nach rechts, ne? Nehme ich mir erst diesen ganz hellen, pack den in den Innenwinkel, gehe ich in das rosa. Pack den einfach auf mein bewegliches Lid, beziehungsweise auf das Zentrum in die Mitte. Gehe in den dunkelsten, den setze ich mir nach außen. Und für den ultimativen Wet Look auch an den unteren Wimpernkranz. Also die Highlighter sind wirklich sehr, sehr weich gepresst, was ich ganz schön finde. Die sind nicht super glitzernd, was ich auch gerne mag, wenn die nicht glitzernd sind und halt auch auf dem Auge dann, ach Quatsch, auf dem Auge vor allem, auf der Wange nass sind, aber nicht allzu schimmernd, ne? Und man kann sie auf jeden Fall als Lidschatten auch zweckentfremden, wenn man Bock hat. Und dafür muss man jetzt nicht alle drei verwenden, so wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich hatte da jetzt einfach mal ein bisschen Bock drauf. Seht ihr auch gleich aus der Nähe, wenn ihr die Mascara seht und so, ne? Genau, jo. Auf jeden Fall ein Go von meiner Seite für die Lidschattenpalette. Wenn ich die im Laden kaufen würde, würde ich dafür auch locker, ja, schon 20 Euro ausgeben, bin ich ehrlich. Also das wäre es mir auf jeden Fall wert, ne? Also auch dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich die beiden Töne, also zwei von den dreien, auf jeden Fall tragen kann. Und den dunkelsten, den kann man halt irgendwo in den Make-up-Look integrieren. Oder, ne, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass wirklich jeder diese Palette benutzen kann. Weil ich glaube, davon gab es auch keine unterschiedlichen Farben. Deswegen, ja, ist okay.
Augenbrauen. Da habe ich auch was von Banana Beauty. Eyebrow Pencil in Blond. Das ist dieser hier. Ich brauche halt kein Babykotze oder Babypupu Blond, sondern ich brauche ein aschiges Blond. Und da bin ich jetzt gespannt. Wir haben hier einen Feinstift zum Rausdrehen. Das ist dieser hier auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir ein Spoolie zum Durchkämmen der Augenbrauen. Ich muss genau passend, also für mich passend, ne, Druck ausüben, um Farbe zu bekommen. Nicht zu viel und nicht zu wenig, das gefällt mir. Farblich geht es auch vollkommen klar, finde ich. Also das ist auch nicht zu hell und nicht zu dunkel. Wir haben vielleicht einen ganz kleinen Grünstich mit drin, wenn ich ehrlich sein darf. Einen ganz kleinen. Und dadurch, dass der Stift halt schon recht hell ist für meine Verhältnisse, sieht das Ganze aufgefüllt aus. Relativ natürlich aufgefüllt. Halt natürlich, ne? Ist okay. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Mag ich leiden. Gefällt mir. Ist ein schöner Augenbrauenstift. Nutzt sich recht ab. Also 0,09 Gramm. Ja, also das ist echt wirklich nicht die Welt. Und deswegen sage ich wirklich, 5 Euro würde ich dafür ausgeben. Weil in der Drogerie bei Catrice und Co. haben wir Augenbrauenstifte, die auch wirklich richtig gut sind. Ja, ne? Aber hier haben wir halt mal ein richtiges Blond. Das darf man nicht vergessen. Das ist halt sehr natürlich. So. Als nächstes kommen wir zum Eyeliner. Da habe ich den Eyeliner in Blau. Genau. Das ist ein Filz-Eyeliner. Take a Risk ist da die Farbbezeichnung. Also gehe ich mal das Risiko ein. Verpackung ist wunderschön. Das ist so eine mattblaue. Ah, ist richtig geil. Das finde ich richtig schön. Das mag ich. Das fühlt sich schön an. Und hier haben wir dann einen Eyeliner, der so ein bisschen hell ist, wässrig, würde ich fast schon dazu sagen. Auf der Seite hat das richtig gut funktioniert. Das war einfach, das war schnell. Das ist schon nice. Doch, blutet nicht irgendwie aus oder so. Hat eine richtig coole Farbe. Ne? Mal gucken, wie die andere Seite so wird. Der ist auch gut geworden. Also den mag ich. Ich könnte euch auch ranzoomen, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber das hat gut funktioniert. Definitiv. Also ein schöner Eyeliner, für den ich bereit wäre, 10 Euro auszugeben, wenn ich ehrlich bin. Ja, 10 Euro würde ich dafür ausgeben, wenn ich das jetzt so sehen würde, wenn ich den vorher getestet hätte, so wie jetzt. Ne, das würde ich dafür bezahlen. Ich bin ja auch so ein richtiger Mascara-Lover, ne? Also ich liebe Mascara, ich liebe es, schöne Wimpern zu haben. Wenn ich meine natürlichen Wimpern einfach mit, jetzt seht ihr auch die Geschichte übrigens von Namen, ne? Wenn ich meine natürlichen Wimpern mit Hilfe von Mascaren optimieren kann, sagen wir es mal so. Genau, da habe ich mir die Volume Up Mascara ausgesucht. Das Packaging ist auch wieder richtig, richtig schön. Schwarz fällt halt jetzt meiner Meinung nach nicht so unbedingt unter den ganzen anderen Mascaren auf. Und hier haben wir halt so ein ganz klassisches Bürstchen. Vorne dick, hinten dick, in der Mitte schmal zusammengehend. Und es riecht ganz okay. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Doch, die Mascara gefällt mir wohl, ne? Die macht wirklich einen schönen Schwung rein, die macht die Wimpern länger und ja, macht schöne Klimperwimpern. Das muss ich wirklich sagen, das gefällt mir. Also da würde ich auch im Laden für die Mascara 15 Euro ausgeben. 20 Euro, 15 Euro, ja, definitiv. Also sie hat schon High-End-Qualitäten. Das waren jetzt die Produkte von Banana Beauty und jetzt machen wir mit den Lippenprodukten von Cass Berlin weiter. Jetzt habe ich hier von Cass Berlin den Lipstick und den habe ich in irgendeiner Farbe. Warm Nude ist hier die Farbe, genau. Das ist dieses Verpackungsdesign. Weiß wird halt sehr schnell, sehr, sehr dreckig, darf man auch nicht vergessen, ne? Erinnert mich sehr an diese ganzen Hochdrehrunden von L'Oreal zum Beispiel. Riecht leicht süßlich, mag ich gerne. Und das ist ein sehr, ja, das ist Metall, ne? Das ist nicht Plastik. Das ist sehr cool. Übrigens, ja, ich habe hier eben irgendwas mit Mascara gepatzt. Cool finde ich halt bei dieser runden Form. Du kannst es richtig auf das Lippenherz stempeln und dann ziehen. Macht Spaß. Also der ist sehr cremig, im Auftrag recht fest, aber die Farbe ist schön, ne? Ob ich dafür jetzt mehr bezahlen wollen würde als für einen Essence-Lippenstift, sei mal so dahingestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist definitiv eine schöne Farbe, die man so im Alltag ganz normal tragen kann, die auch ja, zu dem Look definitiv passen, weil das ist ein sehr, sehr nude-farbener Look. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ne? Aber was würde ich dafür bezahlen? 10 Euro. Ja, schließt magnetisch, das ist natürlich auch schon wieder, ne?
Da wurde an Verpackung gedacht. Das ist schon cool. Ja, ja. Vielleicht dann doch ein bisschen mehr. Aber der ist schon, ja. Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Aber 10 Euro schon. Dann würde ich den safe mitnehmen. Easy. So, aber ich habe ja noch einen Lipgloss. Den habe ich mir ja für die 8 Euro da mitbestellt tatsächlich. Und ja, der macht das Ganze dann etwas weniger nudig. Das ist der Clear Glaze Lipgloss. Hat irgendwie auch sowas Lila-farbenes mit drin. Bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass die Glitzerpartikel nicht so intensiv sind. Das Füßchen ist cool. Das ist so abgeschnitten. So wie so ein Ballerina-Füßchen ist das richtig, ne? Das mag ich. Oh, das riecht sehr minzig. Oh, der gibt aber sparkly. Und ich würde so einfach mal sagen, dass man mit diesem Lipgloss einen Day-to-Night-Look erzielen kann. Das heißt, du hast über Tag vielleicht im Büro die ganze Zeit diesen sehr nudefarbenen Lippenstift getragen und dann habt ihr euch spontan mit den Kollegen überlegt, nochmal feiern zu gehen, sofern das irgendwann mal möglich sein sollte. Und dann machst du dir einfach diesen hier drüber und hast dann so leichte Sparkles, die Zähne noch weißer erscheinen lassen. Ja, schon cool, ne? Ne, den mag ich wirklich. Klebt nicht, fühlt sich an wie nichts auf den Lippen. Mega angenehm. Man spürt ein bisschen diese Glitzerpigmente, bin ich ehrlich. Bisschen wie so ein Lippenpeeling gerade. Mm. Aber es fühlt sich trotzdem noch angenehm an. Jo. Schon. Also das waren jetzt die Beauty-Produkte. Mensch, ich hätte eigentlich tatsächlich auch nur Beauty-Produkte machen können, weil dieses Video wird irre lang. Ja, ich habe aber noch eine Bestellung bei Oceans Apart getätigt und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was ich mir da geholt habe und auch diese ganzen Influencer-Codes, die ich da verwendet habe, um das Ganze etwas günstiger zu bekommen. Hier haben wir die Verpackung. We believe all people are connected, even if we are oceans apart, we are one. Ja, das ist halt eine sehr coole Verpackung. Es ist schwarz, es ist sportlich, es ist bam. 2 Sets habe ich mir bestellt. Ich möchte übrigens nicht unterschlagen, dass ich bei Kess Berlin auch Sticker mit da drin hatte. Ne? Das möchte ich nicht unterschlagen. Das ist nämlich sehr wichtig, Leute. Entscheidungskriterium Nummer 5 Milliarden. Okay, also, was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe auch wieder am 4.3. bestellt. Ach, habe ich mir das denn hingeschrieben? Das habe ich aber noch im Handy. Moment. Ich habe hier einen Ordner, der heißt Markentest. Am 4.3. und das war um 0.15 Uhr ungefähr. Das Ganze kam am 10.3. dann bei mir an. Ich habe mir das Sunny Set bestellt, was 99,99 Euro kosten würde und das Janet Set für 99,99 Euro. Die Hosen habe ich in der Größe M, den BH in der Größe S. Also das habe ich halt geguckt, wie es halt so passt. Und ich glaube, dass die Größen passen müssten, weil da war ja auch eine Größentabelle mit dabei, ich hoffe. Dann habe ich einen Rabattcode eingelöst, habe 69,99 Euro dadurch gespart, habe mir aber blöderweise nicht aufgeschrieben, wie der Rabattcode hieß. Das ist natürlich ärgerlich. Insgesamt habe ich 129,99 Euro für diese beiden Sets bezahlt. Ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert, was es normalerweise kosten würde, solche Sportsets sich zu holen. Das ist auch wohl allgemein relativ hochpreisig. Also von daher habe ich mir gedacht, gut, kannst du mal versuchen. Normalerweise ist so eine alte rosa Farbe jetzt nicht unbedingt das, was mir steht und was ich mir so bestellen würde. Ich habe mir aber gedacht, Claudia, du hast jetzt vor, demnächst mehr Sport zu machen, vor allem Yoga. Und das möchtest du vielleicht dann auch im Sommer draußen machen und dann wirst du braun. Und wie man anhand meines Rückens manchmal sehen kann, ich weiß nicht, ob ich euch das gleich noch zeigen werde, Bräune hält bei mir lange. Ja, und intensiv, vor allem, wenn ich mich verbrenne, da habe ich mir gedacht, komm, das kannst du mal ausprobieren. Ne? Deswegen werde ich mir gleich einmal diesen Sport-BH anziehen und dazu die passende Hose. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier hinten steht Oceans Apart drauf. Ja, ne, das fühlt sich sehr gut vom Stoff her an und da schlüpfe ich doch jetzt mal rein. Und dann habe ich hier auch noch gleich das schwarze Set, das werde ich dann im Nachgang anziehen. Das hat einen etwas anders geschnittenen Bra, also das ist... Ne, fand ich auch sehr bequem tatsächlich. Du hast ja auch richtig Pads drin, das mag ich, weil du da drunter ja keinen normalen BH anziehst. Und ich habe ja echt nicht viel zu halten. Den kann man noch ein bisschen kaschieren. Und auch da gibt es eine Hose mit dabei, aber die ist etwas spektakulärer. Die wollte ich unbedingt haben wegen diesem Mesh-Einsatz. Das ist dann so ein bisschen, hat was Sexy-mäßiges, ne? So ein bisschen was. Darf auch mal sein. So, da hüpfe ich doch mal rein.
Würde ich mich hiermit nicht angezogen fühlen, würde ich mich hier auch nicht vor der Kamera nur in einem Sport-BH zeigen, um das mal so zu sagen. Ich sehe diesen Sport-BH eher als Top, den ich auch in der Öffentlichkeit so tragen würde. Deswegen, ja, habe ich da so keine Last mit und nehme nicht Lady Lola zur Hand, wie ich das beim Bikini-Haul zum Beispiel gemacht habe. Ne? Hier habe ich jetzt dieses altrosane Set, was natürlich auch ein Stück weit mehr Haut zeigt, als ich es normalerweise cool finden würde. Hi. Ich glaube, der Hund braucht jetzt erstmal ein bisschen Liebe. Hallo. Hallo, Mercy. Ja, möchtest du mein Gesicht rufen? Ja. Extremtest. Sammy hat mir die Pfote gegeben. Das ist eigentlich ganz gut, Maus. Willst du nochmal die Pfote geben? Weil so kann man auch mal Abnutzung sehen. Ne? Gesundheit. Ja, auf jeden Fall. So sieht das Set dann getragen aus. Ich finde, das ist tatsächlich doch, ich weiß nicht, hätte das ein bisschen größer sein können? Nein, vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr Sport machen, ich weiß es nicht, weil hier ein bisschen, ne, da ist Haut. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den perfekten Body damit hätte, wenn ich ehrlich bin. Ja, von hinten, ne, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da eine Unterhose zu anzuziehen. Was meinst du, Sammy? Findest du gut, was Frauchen anhat? Gib die Pfote. Nehmen wir die andere auch. Fein. Gut machst du das. Gut, dass du da fein. Das ist gut gemacht. So. Ja. So viel dazu, ne? Ich glaube, wir müssen gleich mal eine Runde spielen. Ich finde, dass es hier oben sehr gut sitzt. Hier ist so ein bisschen Faltenkram am Start, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ansonsten fühle ich mich damit wohl. Sonst hätte ich jetzt auch nicht schon so lange euch dieses Set gezeigt, tatsächlich. Ja, so ein bisschen, es ist wirklich, ne, es ist so Haut, hallo, hier bin ich. Aber nobody's perfect, das ist ja einfach so. Ich fühle mich damit aber weitestgehend wohl und werde damit dann auch, ich finde auch die Farbe in Ordnung. Mein Hund springt mich gerade an. Er findet es merkwürdig, was ich hier mache, ne? Ich hab's gesehen, er riecht unter meiner Achsel und grunzt dann. Ja, vielen Dank, Sammy. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Set. Das hier mag ich ganz gerne und ich finde auch nicht, dass es so blass macht, wie ich es anfangs gedacht habe. Geht halt voll klar, ne? Ja, genau. Ist halt trendy, aber irgendwie hier ist es auch merkwürdig, oder? Ich weiß nicht. Also dieses, das, was hier ist, das ist nicht so ganz optimal. Es ist so ein bisschen hängemäßig. Aber man kann theoretisch diese Pads, die da drin sind, auch rausnehmen. Fancy und witzig, finde ich übrigens, dass du hier wohl irgendwie eine Handytasche mit drin hast. Da. Das finde ich sehr verwirrend. Ja. Und ja, seht ihr noch diesen Kleiderbügel? Ne? Das kommt nämlich von letztem Jahr. Das hatte ich euch in einem Fashion Try-on-Haul auch mal gezeigt, als ich gesagt habe, dass ich mir bei der Gartenarbeit den Rücken ganz blöd verbrannt habe. Okay, ja, nächstes Set. Bei diesem zweiten Set dachte ich zeitweise, ich hätte es falsch angezogen, aber alles gut. Das finde ich ziemlich fancy übrigens. Ja, das sind meine Schlappen von zu Hause. Hier unten haben wir auch so einen Mesh-Einsatz, was natürlich super ist, weil es die Socken betont. Ein Traum. Genau, ansonsten hast du halt dieses Schräge, das finde ich schon ziemlich cool an den Beinen. Auch dieses High-Waisted, das es sitzt hier oben tatsächlich besser als von dem anderen Set. Cool finde ich auch, dass man hier so eine Tasche hat. Ne? Das ist so eine mit Mesh-Einsatz, sitzt hier auch alle soweit so gut. Das Oberteil sitzt auch deutlich besser, auch wenn es hier wieder unten so ein paar Falten wirft und man diese Einsätze einfach ein bisschen runterziehen muss. Ansonsten sitzt es halt auch ganz bequem. Ja, ne? Das ist halt so ein typisches, finde ich, wie man das so hat. Genau, am Hintern hat man hier immer dieses Herz oder so, glaube ich. Ist das ein Herz? Ich glaube schon. Ja, das ist für in der prallen Sonne Sport machen ein bisschen schwierig, glaube ich, weil schwarz, da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig, das ist dann eher für zu Hause im Haus drin. Ansonsten finde ich das Set ganz nice. Auch hier, ne, das, ich glaube aber Sportkleidung muss so, oder? Dass die halt ein bisschen enger sitzt hier und hier, das ist wulstig. Egal. Kein Bodyshaming oder sowas hier machen, Leute. Nein, nein, nein. Ansonsten mag ich das auch ganz gerne leiden. Letztendlich muss man selber entscheiden, ob man bereit ist, dafür so viel Geld auszugeben. Ich habe eben meinen Freund auch gefragt, was er meint bei dem anderen Set, was das gekostet hat. Und da sagt er auch, ja, so 70, 80 Euro. Mit dem Code bin ich ja ungefähr bei 75 Euro pro Set. Und deswegen kommt das ja auch wohin, ne? Wow, Leute.
Das wird wirklich ein langes Video, denke ich mal. Letztendlich muss die Zeit zeigen, wie sich die Produkte auch so verhalten, wie das so, ne, das war jetzt alles First Impression, bis auf die Momo-Produkte, die habe ich ja im Vorfeld schon ein bisschen getestet. Aber ansonsten habt ihr jetzt hier den Live-Test mit mir zusammen machen können. Bei den Oceans Apart-Produkten, die kommen jetzt gleich in die Waschmaschine, da halte ich euch bei Instagram oder auch bei YouTube auf dem Laufenden, ne, dass ich euch da einfach mal immer wieder informiere, wie das so funktioniert. Und ich habe jetzt hier keine losen Fädchen oder sowas gehabt, die Qualität fühlt sich wirklich gut an. Da muss ich halt im Laufe der Zeit gucken, wie das bleibt, ne? Ob das ausleiert, ob das reißt oder so, was ich da alles gelesen habe. Ne? Was jetzt bei der Hose, bei der schwarzen, die ich jetzt zuletzt anhatte, ein bisschen schwierig ist. Sammy schnüffelt auch schon dran rum. Du hast ja dadurch, dass es diesen Mesh-Einsatz hat, und das merke ich jetzt gerade beim Sitzen nämlich, ne? Gut, beim Sport sollte man recht wenig sitzen, aber hey. Dadurch schneidet das ein bisschen ein, weil da ja halt eine Naht ist. Und die ist dann etwas enger als der sehr flexible Sportstoff, was auch immer. Und das merke ich jetzt gerade, dass es einschneidet. Ja, muss die Zeit zeigen. Ansonsten ist es schön verarbeitet, es sieht hübsch aus, es fühlt sich gut an. Sammy hat mich ja eben ein paar Mal auch angesprungen oder so und seine Tatze so auf den Stoff gelegt und das so runtergezogen. Und da hat jetzt nichts irgendwie, dass es gerissen wäre oder sonst irgendwas. Ich habe das auch sehr robust mir angezogen. Auch das schwarze Set hier mit dem Meshstoff zum Beispiel, da ist auch nichts kaputt gegangen. Muss ich im Laufe der Zeit gucken. So, zu den anderen Produkten habe ich ja auch im Laufe des Videos immer wieder schon was gesagt. Also die Produkte, die ich mir nachkaufen würde, wenn ich jetzt weiß, wie die Qualität so ist und wie sich das alles so in meinem Gesicht oder auch an meinem Körper gemacht hat, wären folgende. Die Produkte tatsächlich von Oceans Apart, die ich anhabe, also das ist jetzt im ersten Moment schon mal alles soweit so gut und ich habe auch nichts gefunden, wo ich sagen würde, es ist deutlich günstiger und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis besser. Das heißt, wenn man einen Code hat, der ordentlich ist und man dann auf 75 Euro ungefähr pro Set kommt, lohnt sich das schon. Den Concealer von Banana Beauty finde ich ganz gut. Also der hat sich jetzt auch ganz gut bei mir verhalten. Ist auch nach dem Abpudern ganz schön gewesen. Der gefällt mir. Von Kess, der Lippenstift, weil die Farbe Warm Nude finde ich einfach richtig, richtig toll. Die ist tragbar und die passt einfach zu so vielem. Die Mascara von Banana Beauty hat mir auch ganz gut gefallen. Die macht einen schönen Look auf den Wimpern. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Von Juno & Me, diese Bra-Off-Maske für die Hoopies, also quasi 2-in-1 Maske und Peeling, finde ich auch ganz, ganz toll. Die mag ich gerne und die wird auch aufgebraucht werden. Diese Highlighter-Palette, die hat es mir auch angetan, weil das so schön aussieht und so leuchtet und irgendwie auch gleichzeitig natürlich ist. Die mag ich auch echt gerne. Und auch von Banana Beauty Take a Risk den Eyeliner, weil den finde ich richtig geil. Von Maybelline gibt es auch sehr vergleichbare. Also da muss man halt wirklich gucken, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis einem halt mehr zusagt. Also ich finde den echt klasse. Der hat sich schön auftragen lassen und das hat gut funktioniert und der sieht schön aus. Ich mag den. Die anderen Produkte fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich würde sie eher mit Produkten aus der Drogerie oder anderen Produkten, die ich generell für meine Pflege verwende, substituieren, also austauschen. Also einfach mal dein, wie heißt das, Serum weiter runterziehen, damit du halt auch alles einserumieren kannst. Einfach mal einen Drogerie-Augenbrauenstift nehmen, der vielleicht ein bisschen heller ist, aber ne, weil dafür würde ich jetzt nicht den vollen Preis ausgeben. Die Creme-Produkte, Leute, ne, man sieht halt echt nicht viel davon, auch wenn ich jetzt echt fresh und gesund aussehe, aber ob ich sie jetzt genommen hätte oder nicht, hätte jetzt keinen Unterschied ergeben. Ne? Lipgloss ist ganz nice, aber ist jetzt kein absolutes Must-Have von meiner Warte her, ne, weil der ja auch eigentlich 18 Euro kostet. Naja, da habe ich auch aus der Drogerie welche, die mir ganz gut gefallen. Da kannst du auch einfach irgendwie einen recht günstigen von Essence drüber machen. Ja, das wäre so jetzt mein Fazit zu diesem Video, zu diesen Produkten, die ich hier getestet habe. Schreib mir gerne deine Meinung unten in die Kommentare zu den einzelnen Produkten oder auch welche Marke ich vielleicht auch auf diesem Kanal noch weiter so testen soll, ob ich vielleicht noch einen zweiten Teil hiervon machen soll. Ich meine, das Video ist jetzt echt lang geworden. Mal gucken, wie lang dann der zweite Tag wird. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!